Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Revelation und dem Beagle. Ich muss sagen, dass ich das jetzt ein bisschen unrealistisch finde. Hier Agent Daryl Barioni von den FBC-Streitkräften. Es ist 19.48 Uhr. Dieser Rekorder soll General Lansdale übergeben werden, wenn er gefunden wird. Meine Teammitglieder sind tot, vernichtet vom Teufel selbst. Wir konnten das Videoprotokoll nicht bergen. Mission gescheitert. Veltro, Sie haben nicht untätig auf Ihren Tod gewartet. Als die FBC ankam, haben Sie uns erwartet. Ich wickel den Controller gerade in die Decke. Ließ sie überleben. Sehen die alle exakt gleich aus? Ich meine, offensichtlich tun sie das. Aber wow. Aber wisst ihr, was uns hier nicht mehr angreifen kann? Rachel. Okay. Oh, Rachel kann uns hier nicht mehr angreifen. Sick is sick, Leute, sick is sick. Ja, klar, ist okay. Dante Alighieris göttliche Komödie, ein Angebot den Toten. Eine Stelle ist unterstrichen worden. Der Regen macht sie heulen wie Hunde. Oft wenden sich die elenden Verfluchten. Das eine Seite Schutz, der anderen biete. Die arme Gotteslästerer, wie sie im Kreise rennen. Dante Alighieris göttliche Komödie Inferno Canto 6. Am Rande der Seite steht etwas in einer schludrigen Handschrift geschrieben. Wer sein Leben der Doktrina darbietet, wird auf dem Pfad für ewig neben dem unvergleichlichen Jack Norman wandeln. Wer ist Jack Norman? Ich wollte gerade sagen, warum ist hier so dunkel? Oh. Das habe ich überhaupt gar nicht. Ich habe hier fast nichts mehr von deiner Erinnerung. Die Queen Dido ist bereits tief unten im Meer. Es gibt kein Entkommen, keine Chance zu überleben. Es sei denn... Und ich krieg keine Kiste mehr? Ist das euer Ernst? Veltro, um diesen Namen zu ehren, sehen wir unsere Fehler ein und verwandeln unser Fleisch in Erinnerung an unsere Sünden. Leute, ich habe das Gefühl, dass das ziemlich schlimm wird, weil ich habe keine Kiste mehr. Aber du, Morgan, sollst niemals ruhen. Er soll niemals ruhen. Wir werden von den Toten auferstehen, gefühllos und unwandelbar. Alle unsere Interaktionen sind hier drin. Wir werden Wächter der Wahrheit sein. Für so viele Jahre, wie es nötig ist. Das sieht sehr stark danach Jack aus. Jack Norman war der Kopf von Veltro. Er hat das Video, das Lansdale überführen kann. Ja, aber erstmal muss ich Waffe austauschen. Einmal möchte ich, ja, Schaden 5. Kritisch. Aufgeladener Schuss. Ja, ich habe keine Dings mehr, also alles gut. Ja, ne?
Warum habe ich hohe Durchschlagkraft? Warte mal, 144, ne? Meine Schrot. Ne, falsche Schrot. Schaden, Feuerrad, beste Waffe ihrer Klasse. Die L-Hawk, ich habe aber kein, ich habe das Gefühl, dass es eigentlich ziemlich dumm ist. Ich kann aber gucken. Wobei Manstop gar nicht schlecht ist. Gritsch auch nicht schlecht. Schaden. Nee. Schaden. Schaden zählt. Betäuben. Gritsch. Keine Ahnung, ob das was bringt. Aber besser als nichts. Wie er hier einfach mit mir so im Raum steht und naja. Oh. Ein Objekt, wo denn? Wo? Oh. Oh. Kann nicht schaden. Aber jetzt ist nichts mehr. Na gut. Was? Lydia Leon, 1970-2005. Auf dass eure Kinder in einem Welt ohne Lug und Trug erwachen. Oder erwachen? Ach, egal. Ich kann nur 5 Heilkräuter mitnehmen, was ich schon eine Farce finde. Die Tür funktioniert noch außerordentlich gut, finde ich witzig. Wie stellst du dich so schrecklich allen dar? Was? O Rache Gottes, die jetzt lesen werden, was meinen Blicken hier ward offenbar. Na du, wie geht's Ape dir? Satan, Pape Satan, Aleppe. So ganz so wohl fühle ich mich mit dem Gedanken nicht. Morgan. Morgan Lansdale. Du willst Veltro verraten? Nee. Kann ich ihn nicht jetzt direkt erschießen? Nee, kann ich nicht. Schade. Morgan. Ihr sucht das hier, oder? Dieses kleine Ding enthält die Wahrheit. Alles, ja. Um diese ganze Scharade aufzudecken. Wenn ich das jetzt da wegnehme, ne? Ja, dann wird das hier noch. Das war's. Das ist der Beweis. Stopp! Oh, okay. Morgan, sieh dem Schrecken, den du entfesselt hast. Ich hab damit aber nichts zu tun. Ich will Morgan zu Fall bringen. Zählt das? Nein, es zählt nicht. Von dem ist nichts mehr über. Aha. Aha.
dann gleich mal weiter. Ich glaube, das ist dann jetzt unser Endboss. Queen Dido. Natürlich sieht er aus wie ein Tyrant. Was auch sonst. Norman, stopp! Morgan ist nicht hier. Es ist sinnlos. Er ist durchgedreht. Wow. Er kann coole Dinge. Tyrants sind auch nicht mehr das, was sie mal waren, ne? Was tun? Wir müssen hier weg. Ich glaube nicht, dass er sie schon verabschieden will. Ja, aber wir sind keine Babysitter. Kann ich hier nicht ausweichen? Ich kann nicht sehen! Das ist aber eine Disco-Kugel von mir runter. Ja, ne? Das ist doch scheiße, Leute. Weiß er ist von nicht. Rache besessen, nicht mehr menschlich. Oh, komm, ey. Aua. Chris, mach doch mal was. Rette mich doch mal. Ja, danke. Hat gar nichts gebracht, cool. Trifft er immer? Steh doch auf, Jill! Er trifft immer und immer wieder. Ich habe die Schnauze langsam voll. Er trifft immer und immer wieder! Ich kann noch so sehr versuchen auszuweichen, es bringt nichts. Was ich jetzt natürlich hoffen kann, ist, dass irgendwo hier Heilung ist. Wollen die mich verarschen? Die wollen mich verarschen, oder? Ja, da hinten, da hinten, da hinten, da hinten, da hinten. Nimm! Steh auf, Jill! Oh. Jill, steh doch auf! Chris, machst du überhaupt irgendwas? Offensichtlich macht er einfach gar nichts. Ah!
mich immer wieder! Es reicht, es reicht, es reicht, Junge, es reicht, es reicht! Oh. Er trifft und trifft und trifft und trifft und es ist scheiße! Es wäre schön, wenn es jetzt vorbei wäre. Mach still. Was ist mit den Kämpfen hier in diesem Spiel falsch? Was ist daran falsch? Oh, jetzt muss ich mir die Rotze wirklich komplett angucken. Kann ich die nicht überspringen? Was zum? Wir müssen hier weg. Ja, triff mich ruhig halt, Hurensohn. Ist in Ordnung. Ich glaube nicht, dass er sich schon verabschieden will. Ja, aber wir sind keine Babysitter. Warum? Warum, du Hurensohn? Warum? Getroffen. Ah! Er trifft mich trotzdem! Was soll denn Scheiß? Oh, es macht keinen Spaß. Ja, ich batsch, batschabu, batscha, batscha, batschabu, ne? Oh. Natürlich trifft er. Was bringt einen dazu, sich selbst zu infizieren? Das weiß ich nicht, Chris. Wir haben andere Sorgen. Nicht mehr menschlich. Gerade. Nur der Verkehr ist, ne? Ja, ist okay. Ja, nee, klar. Klar, macht Sinn, macht Sinn. Macht Sinn. Macht alles Sinn. Was? Oh. So, lass es doch bitte einfach stecken. Chris! Mach doch auch mal was Sinnvolles, oder ist das nicht so dein Ding mit dem Sinnvoll? Thank you.
sie weicht nicht aus. Wie zur Hölle hat er das gemacht? Egal, lass nicht nach. Ja. Das ist lächerlich, Leute. Es ist nur noch lächerlich. Sie weicht nicht aus. Sie weicht nicht aus. Sie weicht nicht aus, Leute. Sie weicht einfach nicht. Ausweichmeister, er nicht, ne? Er nicht. Ey, wie lang denn noch? Wie lang denn noch? Wie lang denn noch? Wie viel Kugeln denn noch? Es reicht, Leute, es reicht. Wieso stirbt das Vieh nicht? Ja, das frage ich mich auch gerade. Lass dich nicht ablenken. Ah! Es stirbt doch endlich. Ich habe bald keine Kugeln mehr. Keine Heilung mehr. Ey, es muss doch langsam mal genug sein. Oh Gott. Vergesst bitte nicht die Beweise, ja? Das war mir zu anstrengend dafür, dass ihr die Beweise vergesst. So behandelt Morgan seine Freunde. Ich hoffe, dass der Tod ihm mehr Frieden bringt als das Leben. Verbreitungsmethode. Das Schiff ist mit einer Drohne ausgerüstet. Das ist ihr Ausliefersystem. Sehr schön. Jetzt zeig mir die Ware. Reinstes T-Abyss. Noch gibt es keinerlei Impfstoff dafür. Ja, natürlich. Ein bisschen davon kann eine Stadt ins Chaos stürzen. Das wäre alles. Ich muss jetzt gehen. Wer hätte das gedacht, hä? Die fiesen Terroristen bekommen Unterstützung vom ehrwürdigen Commissioner der FEC. Wie du siehst, kannst du dich aus dieser Sache nicht so leicht rauswinden. Ich habe die BSAA offensichtlich unterschätzt. Und dich möglicherweise auch? Wir haben das hier aus dem Sperrgebiet bei Terra Grigia. Wir haben unsere Tests abgeschlossen, du kannst es also wiederhaben. Direktor O'Brien, du verstehst doch sicher unser Dilemma. Ohne die Terra Grigia-Panik wäre dem ignoranten Pakt die bevorstehende Bedrohung doch gar nicht bewusst. Ja, da könntest du tatsächlich recht haben. Niemand hat das Recht, mich zu richten. Die Welt hatte meine Führung bitter nötig. Es war alles nur zu ihrem Besten. Du
machst dir doch nur etwas vor. Du hast doch selbst gesagt, die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Aber ich bin nicht Dante und du nicht Vergil. Ich dachte, das heißt Virgil, aber egal. Hiermit enthebe ich Sie des Amtes als FBC-Commissioner mit sofortiger Wirkung. Und ich verhafte Sie wegen des Verdachts der Verschwörung mit Veltro bei der Planung und Ausführung der Terra Grigia-Panik. Bei allem Respekt, Direktor O'Brien. Die BSAA macht einen riesigen Fehler. Wo habe ich das schon mal gehört? Die Königin ist tot. Ende. Durch den Sturm. Ich behaupte, dass jetzt nur noch Abspann kommt. Ja, ist okay. Kann ich mitleben. Meine Zugang ausfiebt. Was ist denn jetzt los? Schließe die Episode 10 bis 12 ab. Raubzugmodus bis 20 und Bonusstufe freigeschaltet. Okay. Weiter. Ah, Ladevorgang. Okay. Jetzt kommt endlich die Wahrheit über Terra Grigia ans Licht. Ja, aber der Preis war hoch. Und die BSAA muss umstrukturiert werden. Der Sturm ist erstmal vorbei. Aber wie lange wird das bleiben? Bei euch beiden nicht lang. Die BSAA wurde im Anschluss daran in die Terrorismusorganisation unter dem Schirm der Vereinigten Nationen umgewandelt. Oh, okay. Kies, ach egal. Wie, die haben beide überlebt? Bacca Luciani wurde vor der Küste der Republik Malta im Mittelmeer treibend gefunden und gerettet. Oh, süß. Einen Monat hat er nur gebraucht. Na dann. Er ist ein Special Agent der BSAA. Tja. So sieht es aus. Die beiden haben keine Ahnung, welch schreckliches Schicksal sie noch erwartet. Nämlich Teil 5. Den habe ich übrigens mit der lieben Cupcake-Katze zusammen Let's Play. Guckt bei ihr auf dem Kanal vorbei. Da könnt ihr Koop-Action von ihr und mir sehen. Wir sind so ein Chaoshaufen. Ich kann es nur immer wieder empfehlen. Guckt bei der lieben Cupcake-Katze rein. Sie ist verlinkt in der Beschreibung, weil ich habe ja unten
unten immer stehen, welche Titel ich schon gemacht habe. Und bei 5 und 6 ist sie verlinkt, damit ihr da reingucken könnt. In 5 und 6 im Chaos. Ja, ich denke Gaudi. 5 und 6 ist für uns eine richtige Gaudi gewesen. Meine Lieben, das war Resident Evil Revelations beim Beagle. Und was halte ich von dem Spiel? Ich muss sagen, Resident Evil Revelations 2 ist deutlich stärker als 1. Es mag aber auch daran liegen, dass 2 nicht konkret für die Nintendo DS entwickelt worden ist. Generell war es aber ein anständiger Resident Evil Teil. Also es war wieder ein hoher Actionanteil drin, aber wenn ich überlege, wann das rauskam, es müsste irgendwie zwischen 4 und 5, zwischen 5 und 6 gewesen sein oder so. Da hatte das noch tatsächlich eher den Flair eines Resident Evil als 5 und 6. Verstehe nicht falsch, ich liebe 5 und 6 auf ihre Weise. Als Koop-Ding ist es richtig geile, geile Sache. Ich liebe auch 5 und 6 auf ihre Weise genauso wie jedes andere Resident Evil. Die Story war jetzt... Ja, sie war, möchte gern dramatisch konzipiert, weil, auch wenn sie es gar nicht so wirklich war. Ich fand's cool, dass Chris und Jill da nochmal so Team-Up gemacht haben. Ich muss sagen, was war mit dem Schwierigkeitsgrad los? In Zero war mir leicht schon wieder zu leicht und hier wurde ich bei leicht doch gut gefordert. Ich meine, ich fand's in Ordnung, es war super machbar, auch wenn ich am Ende oder zwischendurch meinen leichten Krampf gekriegt habe. Es war machbar, es war aber kein Spaziergang. Was ich eigentlich auch ziemlich gut finde, aber trotzdem auch ein bisschen weird finde, weil eigentlich erwarte ich das auf normal. So, das wäre für mich normal gewesen. So wie ich aber auch, wie gesagt, bei Resident Evil Zero erdachte, dass es ein super leicht war. Ich kann es nicht beschreiben. Ich kann es nicht anders beschreiben. So ganz komisch mit den Schwierigkeitsgraden hier. Ich muss sagen, ich habe gar nicht mehr in Erinnerung, wie das mit Resident Evil Revelations 2 ist von dem Schwierigkeitsgrad her. Das werden wir dann sehen. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Wie gesagt, Statement bleibt, Resident Evil Revelations ist ein stabiles Resident Evil und ich würde gerne ein Revelations 3 haben. Das hätten sie gerne schon ankündigen können, so als zwischen, ich sag mal, Appetizer zu 9 hin. Aber wir kriegen im Moment eher Remakes als ein Revelations 3. Dabei würde man mit Revelations auch einfach mit der Revelations-Reihe Charaktere zurückbringen können, die man so gar nicht mehr hat im Moment in der Hauptreihe. Da fehlen ja noch so viele. Carlos, Shiva, Sheva. Ich bin immer bei Shiva, wie die Eis. Ne? Naja, aber wie gesagt, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns in Resident Evil Revelations 2 wieder. Das wird dann irgendwann, glaube ich, jetzt im Oktober dann sein, wenn ich es richtig ausgerechnet habe. Der Oktober wird wild, auch wenn Alan Wake mir in die Parade gefahren hat. Das kommt jetzt viel später, jetzt muss ich mir was überlegen. Mal sehen. Kommt da noch was? Ich blende mich mal kurz aus. Es kommt noch was, yo. War fast schon zu leicht, was? Dank der Firma ist Morgan jetzt aus dem Spiel. Danke, Love. Schreib du bitte den Bericht dazu. Ach, übrigens. Warum lebt Parker noch? Dafür habe ich meine Gründe. Die BSAA ist gar nicht so blöd, wie ich dachte. Könnte noch witzig werden. Ja, genau. Der Spaß fängt gerade erst an. Noch eine Storyline, die nie wieder aufgegriffen worden ist. Tja. Finde ich immer so ein bisschen schade bei Resident Evil. So,
man hat ihnen gesagt, die Story von Revelations war jetzt nicht überragend stark, also wurde das einfach komplett fallen gelassen. Genauso Resident Evil 6. Ja, Resident Evil 6 war ein Flop, weil einfach von allem alles zu viel drin war und zu viel Action. Aber man hat da so viele Handlungsmöglichkeiten aufgebaut. Mit Jake zum Beispiel als Weskers Sohn hätte man das so viel machen können. Oder mit Sherry, die ja jetzt nun auch mit dabei war dann in 6. Oder. Und das haben sie halt alles fallen gelassen, weil Spieler haben gesagt, dass. Und es ist ja auch kein Thema zu sagen, okay, das war jetzt ein Satz mit X, weil zu viel Action, alles zu viel. Und die Story war vielleicht echt ein bisschen schwach. Das heißt ja aber nicht, dass man seine Lore ständig in Dreck werfen muss. Ich weiß, sie haben mit 7 und 8 quasi einen kleinen Circle gemacht, sodass in 8 quasi der Kreis geschlossen wurde, dass die Teile auch zum Resident Evil Universum gehört. Aber das eigentliche Resident Evil Universum hat es nicht weitererzählt mit 7 und 8. Und das finde ich schade, weil sie haben sich ja was bei ihrer Lore gedacht. Die hat nur ständig Lücken wie ein Schweizer Käse, weil die ständig Storyhandlungen fallen lassen und sie dann nicht mehr aufgreifen oder Charaktere auf einmal verschwunden sind, die man eingeführt hat. Ich habe mit der lieben Cupcake-Katze ja schon auch versucht, die Story von Resident Evil chronologisch irgendwie mal so auf die Kette zu kriegen. Es gibt ja auch genug Chronologik-Sachen, aber wenn man die sich alle durchliest, sieht man, irgendwo sind da immer Lücken in den Erklärungen drin, weil man sich da ja verfranst hat, hier verfranst hat, da was fallen gelassen hat, meistens fallen gelassen hat. Finde ich super schade. Jetzt auch, wir werden von Jessica und dem Joker nie wieder irgendwas hören. Nie wieder. Revelations 2 spielt das absolut keine Rolle. Null, nada, niente. Und das finde ich schade. Finde ich wirklich, wirklich, wirklich schade. Aber sei es drum, ich hatte mich ja eigentlich schon von euch verabschiedet. Wie gesagt, meine Pläne für Oktober sind ein bisschen hin. Also nicht, was Resident Evil angeht. Herzlichen Glückwunsch. Sie können jetzt diesen Speicherdaten dazu benutzen, ein neues Spiel mit all ihrer Ausrüstungsgegenstände zu beginnen. Möchten Sie die Daten speichern? Ja. Wir raten ausdrücklich zum Speichern. Dann machen wir das doch mal. Nach Resident Evil Revelation wird Resident Evil Revelations 2 in jedem Fall kommen. Ich weiß noch nicht, wie es danach aussieht, weil gerüchteweise ist ein Code Veronica am Start, ein Remake, das sie machen möchten. Da würde ich schon lieber darauf warten, wenn ich ehrlich bin. Mal gucken, wie es nach Resident Evil mit meinem 6 Uhr Part weitergeht. Da habe ich null Ahnung. Es soll schon auf jeden Fall Horror bleiben. Ich muss mal gucken. Ich finde bestimmt was. 100 Pro. Ich habe genug Spiele. Vielleicht wird es dann auch A Plague Tale. Ich weiß es nicht. Aber wir haben ja noch genug Resident Evil vor uns. Wobei ich schon erschrocken bin. Wir haben letztes Jahr um die Zeit mit Resident Evil 8 angefangen. Ein Jahr später habe ich schon fast alle Spiele bei mir im Kanal. Plus das Neue, was noch rausgekommen ist. Mit dem Rest, naja, The Witcher wird so weitergehen. Da läuft einiges. Atlas Fallen ist dann zum Glück schon vorbei. Das ist nicht so der Brüller gewesen. Aber ihr wisst das, der Beagle wird weiter einfach durchziehen, das hochzuladen. Ich hab's ja schon durch. Final Fantasy 16 hört am 13.10. oder eher ein bisschen auf. Das heißt, dass der Slot auch frei. Spider-Man Miles Morales hört sogar schon am 1.9. auf. Dadurch, dass jetzt Alan Wake verschoben worden ist von dem 17. auf den 27.10. kann es sein, dass ich euch noch so einen Appetizer da reinschiebe. Vielleicht Dishonored. Da warte ich ja schon sehr lange drauf, das zu machen. Bioshock wird noch eine ganze Weile gehen, weil die DLCs danach noch anstehen von Infinite. Also Anfang Oktober ist Infinite nämlich zu Ende. Wochenende kann uns erstmal egal sein.
Ich bin mal gespannt, wie ich das dann regel mit dem Oktober, weil dann warte ich sehnlichst auf Spider-Man 2. So für den einen oder anderen, der das hier vielleicht gerade noch sieht und sich dafür auch interessiert. Aber Resident Evil wird eine Konstante sein. Ich muss dann nur noch gucken, wie ich es danach löse mit Resident Evil. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Aber hiernach jetzt erstmal Resident Evil Revelations 2 und darauf freue ich mich auch schon, weil es ein ziemlich geiles Spiel ist. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag. Nochmals danke fürs Zusehen und haut rein.